Irgendwie warte ich bei dem Spiel noch darauf, dass man auch andere Sachen kaputt machen kann, also dass die Wände nicht irgendwie so stumpf sind. Holy fuck! So, nachdem nun der kleine Kack-Let's-Player dieses Spiel gespielt hat, spiele ich jetzt auch mal WMG Drive und ich habe mich so ein bisschen mit der Steuerung auseinandergesetzt. Ich habe auch schon ein paar Mods installiert, damit das Ganze ein bisschen spannender wird und ich denke mal, wir starten direkt mal mit der normalsten Grid-Map. Ja, warum spiele ich das genau jetzt? Warum nicht? Es macht Spaß, Autos kaputt zu machen, finde ich. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Mods. Ich denke mal, wir werden aber nicht direkt mit den krassen Autos, mit den krassesten Autos rumfahren, sondern wir fangen erstmal ganz gemütlich an, irgendeine Scheiße drauf kaputt zu machen. Hier, komm mal her. Wow. Amazing. Ja. Es fährt sogar noch. Geil. Können wir noch mehr kaputt machen. Irgendwie warte ich bei dem Spiel noch darauf, dass man auch andere Sachen kaputt machen kann, also dass die Wände nicht irgendwie so stumpf sind. Holy fuck! Was zum Fick ist gerade passiert? Ups, ich bin aus dem Wind, aus dem Fenster. Geil, das Spiel ist gecrashed! So, nach dem ersten kleinen Crash sind wir jetzt wieder in dem Screen hier und dann gehen wir direkt wieder rein. Ich glaube, das liegt daran, dass ich rausgeklickt habe. Es ist ein bisschen komisch. Ich nehme es auch mit Fraps auf, weil Open Broadcaster will irgendwie nicht, also es will schon, aber die Grafik ist zum Kotzen. Das sieht echt schlimm aus. Ich hatte mir auch eigentlich eine Map, eine extra Map sozusagen mir gedownloadet. Allerdings, die ist halt Augenkrebs. Nicht, weil sie irgendwie hässlich gestaltet ist oder so, sondern weil die irgendwie so komische Streifen runterzieht. Ich kann es vielleicht auch gleich mal zeigen, aber das ist echt... Ja, das sieht komisch aus. Ey, es fährt noch, geil. Geil, es hat zwar einen Hardcore-Linkszug, wie man hier sieht, ich drücke halt nur nach vorne, aber das passt. Oh, hier, die Drive-Skills sind halt einfach am Start. Was machen wir denn jetzt mit diesem kleinen Auto? Ich glaube, wir fahren erstmal, ja komm, wir fahren erstmal hier diesen Hügel rauf, komm mal her. Wir haben erstmal hier schön die Dings kaputt machen. Ich habe noch was vor, aber da kriegt man vielleicht auch das große Kotzen, wenn man nicht ganz schwindelfrei ist. Ich sehe gerade, dass hier noch so eine kleine Insel ist. Was ist denn hier so schön? Ist das hier irgendwas Besonderes? Hier ist so ein... Aua, aua, aua. So eine Oase. Oh, fahren wir. Können wir noch fahren? Können wir noch fahren? Komm, komm. Komm, 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 komm. Schaffst du? Schaffst du? Na, okay. So, ist es nur... Oh. Ist in der Höhle was? Secret? Aua. Gehen wir hier in First Person. Secret? Heilige Scheiße. Ach du. Nee. Okay, aber wir sind noch. Wir können noch fahren. Alter, geil. Aua. Komm. Ey, das. Ich will da draußen mich resetten. Man kann übrigens ein. Alter, das ist jetzt ein. Was? Was? Wir kommen hier nicht weg. Weil er hier den Boden nicht mehr richtig... Ey, das ist ein Bad Joke. Ich will... Gib... Was? Was denn, was haben wir denn hier für Scheißkarren? Komm. Jetzt gib Gummi. Das war schlimmer als der GTA Panto. Geht doch. Wir sind ziemlich tot. Nee, nee, Alter. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Sind wir noch so... Alter, warum wird es denn hier so dunkel dann auf einmal? Irgendwie konnte man das ausstellen. Was... Prinz. Okay, wir sind wieder in der Höhle. Nein, und wir sind wieder... Ja, geil. Boah, Alter. Nice prank, danke. Oh. Really? Ich hab nicht mal... Ich hab mich zurückgesetzt. Dann irgendwie habe ich irgendwie auf Einfügen gedrückt und dann... war ich wieder hier. Ja, geil. Ich restarte mal den Kurs, ne?
So, ich hatte keinen Bock mehr auf den Kurs, deshalb spielen wir jetzt. Kannst du auch mal fahren? Ich habe irgendwie noch. Keine Ahnung, ich öffne einfach mal irgendwas, meistens behebt es dann. So. Ah, jetzt geht's. Und hier, das ist dieser Kurs, beziehungsweise diese Map, wo man. Nee, doch nicht, das war eine andere Map. Aber da kann man ziemlich das Kotzen kriegen. Wenn man in First Person geht und sich ein paar Mal überschlägt. Oder doch, es könnte sogar die gewesen sein. Folgendermaßen sieht es nämlich dann aus. Ach schade, das war ja nur einer. Wir fahren hier einfach mal runter. Ach genau, jetzt fängt es. Naja. Eigentlich rutschen wir die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. Ja, wir sind eigentlich nur am Rutschen. Aber wir machen hier mal eine kleine Slow Motion. Hier so. Wer mag Slow Motions mit Crashs nicht? So macht man Klicks. Ich muss meine Maus auf dem Bild behalten, das ist kacke. Boah, das sieht doch schmuck aus hier. Ja, das. Ja, genau, das ist so der Part, wo einem eigentlich ziemlich schlecht wird. Naja. War jetzt kein Glanzbeispiel. Auch nicht, wie man Auto fährt. Also, bloß nicht so Auto fahren, Jungs. Ja, jetzt hier. Das. Nee. Also ich finde, wenn wir uns auf der... Ups, noch nö. Ja, geil. Wir sehen es gleich wieder. So. Nach dem zweiten Crash sind wir dann doch wieder auf der Cliff. Auf der Map Cliff. Und können wieder das Auto kaputt machen. Geil. Finde ich super. So. Ist das ein anderer Weg oder sind wir hier gerade auch schon runtergebüßt? Dieses Spiel ist all about Slow Motions. Das wäre gerade so ein schöner Moment gewesen, glaube ich. Und ich habe natürlich gemisst. Ja, jetzt ungefähr. Aua. Ich lebe noch. Aua. Nur mein Auto ist ein bisschen kaputt gegangen. Aber auch nur ganz wenig. Aua. Mann, können wir eigentlich mal auf den Rädern landen? Ich will gucken, ob wir noch fahren. Was ist das denn? Ah, ich habe das Game kaputt gemacht. Ich bin gut. Oh lol, die machen, haben hier so eine Kameraperspektive dafür. Geil. Warte. Oh, warum ist da unten Wasser drunter? Aber für diese Kameraperspektive habe ich dann noch eine bessere Idee. Ja. Replays. So, lohnt sich die Kameraperspektive. Ja, okay. Mit dem Lamborghini am Strand fahren. Keine Glanzidee. Alter, der lenkt nicht mal richtig. Kommt gar nicht auf den Sand klar. Ach, Dreck. Ich wollte hier so richtig geil auf dem Sand rumdüsen. Aber der kommt nicht mehr über 17 Meilen pro Stunde. Die werden immer langsamer. Wir nehmen einen anderen Kurs, nö, sehe ich nicht ein. So, wir sind jetzt auf einer Rennstrecke. Ich werde natürlich auch direkt wieder das Vehikel changen. Wir nehmen den Aventore. Und hier geht der schon mehr ab. Uiuiui, ach du Scheiße, ja. Ich brauche keinen Spiegel. Ich brauche auch keinen anderen Spiegel. Ja. Alles noch gut. Der Karre geht sowas von gut. Ich bin Lamborghini Aventor Werkstätter und ich weiß genau, die Karre fährt noch mit locker 100 Meilen pro Stunde. Lenkt halt nicht mehr so geil. Komm. Ist das Spiel eigentlich Multiplayer-fähig? Keine Ahnung. Kann ich aus der Rennstrecke raus? Normalerweise kennt man das ja so von Racing-Simulatoren. Dass man nie aus der Strecke raus kann, das ärgert einen dann voll. Kann ich hier aus der Strecke raus? Ah ja. Scheiße, ich bin zu langsam. Vielleicht hätte ich mir mal eine Mod runterladen sollen. Aua. Eigentlich wollte ich da links raus. Naja, passt. Keine Ahnung, wir versuchen einfach mal... Oh, Alter, der rutscht. Ja, deine Schuld jetzt, ne? Er lenkt dich!
Ja. Ist doch auch direkt viel schöner, wenn es so kompakt ist, ne? Ja, geil. Danke, ich weiß, dass ich gut fahren kann. Braucht ihr mir nicht sagen. Aua. Aua. Das Problem ist, ich bin echt... Ich mache das nicht mit Absicht oder so, sondern... Dieses Ding rutscht einfach auf dem Boden rum, auch auf der Straße. Ich komme hier gar nicht mehr weg. Warum ist die Kamera so hässlich? So ist besser. Keine Ahnung. Aber so war es kacke. Oh, ich habe Lust an den... Ich werde eben den Kurs restarten. Wir fahren jetzt mal mit dieser Standardkarre. So. Ich meine, die ist jetzt auch nicht so... Ich versuche mal hier Fullspeed irgendwie durchzufahren. Ich sehe schon, das wird eng. Oh, gerade nochmal so. Okay, wir gehen einfach mal Vollgas. Warum zieht er jetzt schon nach... Oh, fuck. Ich versuche mal hier ein bisschen rumzudriften. Deshalb bin ich eigentlich auf den... Oh, nee. Kurs gekommen. Mit dem kann man nicht so tolle Tricks machen. Ich will so ein cooles Auto haben. Hier, so eins. So cool. Ach du heilige Scheiße. Ja. Ich fahr einfach mal. Wir sind Geisterfahrer. Das Game läuft gerade alles andere als flüssig. Don't ask me why. Seht ihr das? Der rutscht einfach. Als gäbe es keinen Morgen mehr. So ein Lachsnacken. Komm jetzt, aber... Nein! Ja. Also, ich meine... So eine kompakte... Wie kann man ranzoomen? Hier so, keine Ahnung. Warum fährt der denn jetzt? Also, so eine kompakteren Motor kann man doch auch mal... Komm, wir machen den einfach noch ein bisschen kleiner. Zack. Also ich glaube, kleiner kriegen wir den nicht mehr, ohne den kaputt zu machen. Fahren wir jetzt einfach mal eine Runde. Kannst du mal aufhören, die Kamera so scheiße zu drehen? Ich will die fixieren eigentlich, aber es geht nicht. Sobald man einmal rückwärts fährt, ist die eigentlich schon wieder screwed. Crash incoming, sage ich nur. Ich habe eigentlich nicht mal aus dem Fenster rausgekriegt. Danke. So, hallo. Ja, wo finde ich die Strecke eigentlich, die wir gerade gesehen haben? Das ist diese mit den... Ich zeig's euch jetzt einfach mal. Eigentlich ist sie super toll, weil... Also super schön und die ist auch voll gut zum Fahren und die hat auch coole Sachen und so. Halt irgendwie keine Rampen, aber das ist ja eigentlich relativ egal. Aber... Ja, wenn ihr jetzt mal... Kann ich... Ah, hier, genau. Wenn ich fahre, seht ihr hier oder hier gerade... so komische Linien. Und je schneller ich fahre, desto öfter kommen die. Wenn ich jetzt so hier stehe, alles super. Dann sieht alles super aus. Weil jetzt achtet mal darauf, wenn ich hier irgendwo rumfahre. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob... Ich wüsste gerne, ob ich das irgendwie vermeiden kann. Was ist denn, wenn ich die Aufnahme kurz beende? Nein! So. Vierter Crash. Nochmal Free Roam. Ach, keinen Bock auf die Map. Ich will die... Ja, hier. Small Island. Mal gucken, was die zu bieten hat. Bis jetzt sind die Maps eigentlich ziemlich cool. Außer, dass halt hier irgendwie einer so rumbackt. Das ist eigentlich so eine coole Map. Wow, dann geht's auch richtig, sie zu sehen eigentlich. Also, was heißt zu sehen? Sieht halt super geil aus. Und hat viel Sachen zu bieten. Ey, voll die geilen Soundeffekte. Bis auf die Drecks... Was haben die sich bei den Motorgeräuschen bitte gedacht? Ich frage es mich wirklich. Und bei den Aufprallgeräuschen. Das ist so dreckig. So klar, man kann jetzt nicht Aufprallgeräusche von jedem Auto in jeder möglichen Situation. Aber die haben irgendwie drei Geräusche dafür. Come on. So ein geiles Game und dann so wenig... Bam. Oh, wir können sogar noch fahren, glaube ich. Und da haben wir wieder einen kleineren, kompakten Motor geschaffen. Den sollten wir eigentlich echt mal der Firma anbieten, oder?
Ich meine, kompakt ist immer gut. Kann man, keine Ahnung, mit dem Platz, den man dadurch gewinnt, kann man vielleicht armen Menschen in Afrika helfen oder so. Keine Ahnung, was weiß ich. Ja gut. Oh fuck. Ja. Das hätte man noch nicht erwarten können. Ja, wir werden nochmal die Map wechseln. Ich will nicht irgendwie ein paar Stunts machen. Wir brauchen aber einen anderen Wagen. Wir nehmen den. Ne, den. Ich kann sogar die Farbe umstellen. Oh, es gibt sogar ein paar Farben. Wir nehmen einfach mal Dusk. Keine Ahnung, ob das gut aussieht. Wenigstens hat der mal eine Fenton. Ja, ich halte mein Maul. Die meisten Wagen ziehen irgendwie übelst zu einer Seite. Ob es jetzt links ist, ach scheiße. Links oder rechts ist. Ey, das war ja so perfekt. Wenn wir jetzt auf den Rädern gelandet wären und die Räder nicht irgendwie aussehen wie Wackelpudding, wäre das echt gut. Versuchen es nochmal. Ich will den Looping schaffen. Können wir noch fahren? Schade. Wer ist hier der Skiller unter den Skillern? Was ich auch an dem Spiel geil finde, ist das relativ realistische Driften. Das ist meine Hauptbeschäftigung eigentlich so. Okay, ich habe jetzt nicht wirklich viel mit dem Spiel gespielt. Aber ist ja auch egal. Ich meine, man kann ja trotzdem driften. Könnte man eigentlich da richtig geile Montage draus machen. Wir versuchen jetzt mal. Oh nee. Ja. Ja, geil, ich bin auch hochintelligent, ne? Nochmal. Also, und. Ich sollte mehr Slow Motions machen. Ich halte meinen Finger auch immer auf Alt. Oh nee, das war knapp. Wenn das nicht episch aussieht. Ah nee, das hätte so schön sein können. Na geil, flipp nochmal. Alter, wie wir stehen. Perfekt. Och Mann. Ich hätte meinen Prozessor vielleicht nochmal vorher overclocken sollen. Ach geil. Nee, komm. Direkt neu starten. Wir machen das jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Wir fahren ja die ganze Zeit so schnell, keine Ahnung, 80 Meilen, was irgendwie 110 km/h sind oder so. Ein bisschen mehr wahrscheinlich. Oh ja, das ist ein guter... Warum drehst... Nein! Du Dreckskarre! Warum drehst du dich denn da um? Kannst nicht mal bodenständig bleiben, nur weil du hier von... Wandi oder so bist. So ein Dreck, ey. Okay, nochmal aber. Wow, das war gerade ein komischer Leck. Hat einfach der Sound aus. Was ist bei mir jetzt schon wieder alles kaputt? Was zum Fick ist mit dem. Hä? Nochmal direkt. Habe ich gar keinen Bock drauf.
Okay, jetzt wird es aber was. Nach unten, nach unten, nach unten, sonst fällt es wieder runter. Oh, perfekt. Hey, besser könnte es doch schon wieder gar nicht. Wow, wir sind sogar stecken geblieben. Geil. Theoretisch leben wir noch. Ja, also vielleicht sind die Beine so ein bisschen gequetscht. Vielleicht hätte man ein bisschen Schiss um seinen Kopf haben müssen, aber ansonsten geht es uns doch recht gut. Hat er das schon immer ein Oberdach? Ja, hat es. Okay, ich will die Kamera jetzt nicht selbst einstellen. Gibt es auch irgendwas, wo man so einen ganzen Looping durchmachen kann? Ich hatte das mal bei Dragons gesehen. Das war verdammt knapp. Ich glaube, ich habe einen Lackkratzer im Lack. Hä? Egal. Lack gibt... Oh nee, warum habe ich den resettet? Ich bin so dumm. Und jetzt nicht... Was? Warum? Oh Mann, diese Autos sind viel zu flach gebaut. Aber viel zu flach. Und jetzt bitte nicht überflippen. Oh, perfekt. Nein, wir schaffen den Looping hier und wir sind fucked. Geilo. Nein, ich hab daneben gedrückt, ich kleine Bitch. Na egal, starten wir halt jetzt mal von hier. Ich drücke jedes Mal daneben. Wie mache ich das? Warum drücke ich überhaupt da drauf? Es macht gar keinen Sinn, dass ich da drauf drücke. Mann, das sollte epischer aussehen. Kannst du mal bitte nach rechts lenken? Keine Ahnung, irgendwie kriege ich den nicht dazu, so zu driften, wie ich driften möchte. Ich hab schon wieder... Warum, kleiner Finger? Warum machst du das? Das ist fast so schlimm wie bei mir und im Klavierspielen. Die ganze Zeit machen meine Finger nicht das, was ich machen möchte. Easy, alles gut. Oder wir verlieren einfach wieder die Hälfte vom Auto, einfach beim Hochfahren. Kann man auch machen. Okay, jetzt aufpassen. Irgendwie ist diese Röhre einfach, wenn man sich an die Regeln hält. Es sei denn natürlich, man brettert volle Kanne danach nochmal gegen die Wand. Geil! Unser Reifen verabschiedet sich. Ja, aber wir sind wieder flach, also das sollte man eigentlich schon wieder weiterverkaufen können. Kannst du damit aufhören? Oh, was? Wie soll man das denn schaffen? Ich habe eine Idee. Wir machen jetzt sozusagen Challenge. Das ist jetzt zwar nicht so eine Hardcore-Ding, aber... Resetten hier nochmal und gehen dann in die... First Person View. So, jetzt sind wir ein Rennfahrer. Wollte ich schon immer mal sein. Eigentlich ist es viel einfacher, den aus den First Person zu fahren. Also, zumindest wenn man driften möchte, so wie ich. Ist halt höchst ungeil, wenn man über Berge oder so fährt. Dann sieht man nämlich nichts. Ha, ohne Kratzer. Alter, aus der First Person View sieht alles cooler aus. Oh nee. Ja, und so sieht es dann in der First Person View aus, wenn man einen Unfall baut und seine ganze Motorhaube schreddert. Ich hab mein Game schon wieder gecrashed, Mama. Naja, dann belassen wir es dabei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare oder gebt eine positive Bewertung da. Gebt eine positive Bewertung. Ach, egal. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss.